Ja. Herr Präsident, Hohes Haus, liebe Bürgerinnen und Bürger, verehrte Fahrgäste. Zunächst mal Herr Schemmer, Herr Breuer, also wenn ich in Google eingebe, Groschek fordert, dann bekomme ich allerdings auch solche Anfragen als Treffer angezeigt, wo es zum Beispiel heißt, CDU fordert von Groschek. Das kann man aber ausfiltern, indem man das Ganze in Anführungszeichen setzt. Und dann bleiben immer noch etwa 3000 Treffer übrig, wo Groschek Forderungen an die Bundesregierung stellt. Nun aber zur Verkehrspolitik. Nun aber zur Verkehrspolitik. Unsere Brücken werden immer maroder und selbst die leidgeprüfte NRW-Wirtschaft sieht sich schon, wie im Fall Leverkusen, gezwungen, Brandbriefe an die Landesregierung zu schreiben. Aber immerhin wirft Herr Groschek nicht wie letztes Jahr 42 Millionen weg, zumindest nicht zur Gänze. Einen Teil davon schiebt er einer Gesellschaft in den Rachen, die der Landesregierung erklären soll, wie sie Geld auszugeben hat. Ein tolles Tauschgeschäft angesichts der Tatsache, dass es ziemlich das Einzige ist, was Regierung und Verwaltungsbehörden auch ohne Nachhilfe wirklich gut können. Das würde noch nicht mal interessieren, wie viele Straßenbauingenieure und Planer man für diesen Beitrag einstellen und selbst zu einem übertariflichen Gehalt bezahlen könnte, den die DGES nun wofür genau kassiert. Zumindest die DGES hat ja offensichtlich nur eine seltsame Konstruktion in Art einer Superbehörde für Straßenbau und Verkehrsmanagement mit verschiedenen Ländern als Gesellschafter ist. Weder Fisch noch Fleisch, weder öffentlich noch privat, die übliche Geldvernichtungsmaschine. Aber eigentlich waren wir ja bei der Bahn, dem schienengebundenen Personennahverkehr. Der explodiert. Zumindest die Kosten des SPNV explodieren. Die Leistungsfähigkeit implodiert dagegen eher. Und das wird wohl damit zu tun haben, dass der Bund über seine Eigentümerschaft an der Bahn hier die Länder abzockt, ohne Gegenleistung zu erbringen. Wie auch immer, dass dann sicher die Motivation hilft, für den Bürger den ÖPNV zu nutzen, richtig? Vor allem für diejenigen, die sich private Mobilität nicht leisten können und auf das Sozialticket angewiesen sind. Da zeigt die Landesregierung ja schon lange ihre soziale Seite und die umweltfreundliche gleich mit. 30 Euro, oh nein, Entschuldigung, das gibt es im Sonderangebot für nur 29,90 für ein Sozialticket, wenn im ALG-2-Satz gerade mal eben 19,50 Euro vorgesehen sind und das für Menschen, anders als wir hier, für einen Hungerlohn, der nicht zum Leben reicht und den sie bei den Jobcentern auf das Existenzminimum aufstocken lassen müssen, knechten müssen, wenn sie überhaupt Arbeit haben, für den jeder einzelne Euro zählt. Ja, Sozialdemokraten, Grüne miteinander, das ist schon klar. Jetzt kommt dann die Ausrede der Zusagen zur Regionalfinanzierung, die vom Bund und Herrn Schäuble nicht eingehalten wurden. Das wissen natürlich alle, dass Herr Dobrindt lügt wie gedruckt. Die Spatzen falten es von den Dächern und nicht umsonst hält er das famose Gutachten geheim, wenn er sagt, das von ihm im Auftrag gegebene IGES-Gutachten würde belegen, dass eine Dynamisierung der Regionalisierungsmittel nicht erforderlich sei. Aber wer kann dann noch Aussagen des Bundesverkehrsministers ernst nehmen, angesichts seines Hin und Her vor und zurück bei der Pkw-Maut? Aber das alles ändert ja nichts daran und ist weder Grund noch Entschuldigung dafür, dass diese Landesregierung die Verkehrsinfrastruktur und nicht nur den ÖPNV allgemein, sondern ganz besonders den schienengebundenen Verkehr verlottern lässt. Deswegen werden wir gegen die Verabschiedung des Haushalts stimmen und fordern die Landesregierung dringend auf, den Einzelhaushalt deutlich nachzubessern. Sonst haben wir demnächst hier in Nordrhein-Westfalen nicht nur einstürzende Brückenbauten ohne Musik, sondern auch noch ein Total Derailing. Nicht nur bei der Landesregierung. Vielen Dank.